Ich wollte mich bei euch bedanken. Dafür, dass ihr alle hergekommen seid, um meinem Vater die letzte Ehre zu erweisen. Er fehlt schon jetzt. Sehr. Mein Vater hat immer gesagt, das Wichtigste im Leben, das ist die Kraft der Liebe. Niemand. Nicht einmal der Tod kann uns Mama wegnehmen, weil wir sie hier im Herzen tragen. Das ist die Kraft der Liebe. Sie verbindet dich mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit den Menschen, mit denen du durchs Leben gehst. Die Liebe, die führt zusammen, was zusammengehört. Sie erträgt alles. Sie heilt alles. Sie ist unzerstörbar. Und wenn du wirklich an sie glaubst, dann überwindet sie alle Hindernisse. Die Liebe, die kennt keine Zeit, die hat keinen Anfang und kein Ende, denn sie überdauert jede Trennung und jeden Abschied. Und sei es auch der Tod. Sie ermöglicht uns zu bereuen und gibt uns Kraft, auf die Menschen wieder zuzugehen, denen wir wehgetan haben. Und sie schenkt Vergebung. Die Liebe gibt uns die Kraft und den Mut einzutreten und weiterzumachen und zu kämpfen für die Menschen und die Dinge, die uns wichtig erscheinen. Mein Vater, der ist eingetreten. Für die Menschen, die er liebt. Und für das Restaurant, den Fischerkrug. Es war sein Ein und Alles. Und jetzt mit seinem Tod hat mich mein Vater seine letzte Lektion gelehrt. Dass es nur um eins geht im Leben. Darum, den Menschen nahe zu sein, die man liebt. Solange sie noch da sind. Das hast du wunderbar gemacht. Ganz liebevoll. Wunderbar.